Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir hier im Plenarsaal auf Antrag meiner Fraktion darüber diskutiert, die sogenannten Karenzzeiten für Mitglieder der Landesregierung einzuführen. Karenzzeiten kann man am besten mit Wartezeiten oder etwas härter ausgedrückt auch mit Sperrfrist, aber keinesfalls mit Berufsverbot erklären. Warum sollten Ministerinnen und Minister gegebenenfalls darauf warten, beziehungsweise warum sollten sie gesperrt sein? Die Antwort ist recht simpel. Mit solchen Regelungen soll verhindert werden, dass durch den Anschein einer voreingenommenen Amtsführung im Hinblick auf spätere Karriereaussichten in der Privatwirtschaft das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Regierung beeinträchtigt wird. Deswegen haben bereits viele Bundesländer Regelungen geschaffen, die die Aufnahme einer Beschäftigung nach Ende der Amtszeit als Ministerin oder Minister begrenzen können. Damit sollen Interessenkonflikte zwischen dem öffentlichen rechtlichen Amtsverhältnis und einer Beschäftigung nach Ende des Amtes verhindert und zugleich die Betroffenen vor Unsicherheiten und ungerechtfertigter Kritik geschützt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur vor 2 Monaten diskutierten wir dieses Thema und Professor Dr. Weber, es gibt in der Tat Themen, die meine Fraktion immer und immer wieder auf die Tagesordnung setzt, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal Erfolg haben. Also nicht nur vor 2 Monaten diskutierten wir dieses Thema, bereits vor 4 Jahren brachte meine Fraktion einen entsprechenden Antrag ein. Damals hieß es aus den Reihen von SPD und CDU, wir prüfen noch und wir warten erst einmal die Regelung auf Bundesebene ab. Der Bund führte dann erwartungsgemäß auch entsprechende Regelungen ein. Übrigens spricht dort niemand von Berufsverbot. Übrigens wurden diese Regelungen auch mit ausdrücklicher Zustimmung der damaligen Bundesministerin Frau Schwesig durchgesetzt. Das neue Bundesrecht trat also in Kraft und es verging wieder Zeit. Die Landesregierung prüfte und prüfte und prüfte. Es passierte aber nichts. Weil meine Fraktion schon befürchtete, die Regierung habe sich in einer Zeitschleife verfangen, wurden wir vor 2 Monaten erneut tätig und beantragten die Einführung von Karenzzeiten. Damals, lieber Kollege Renz, glaube ich, hieß es auch von Ihnen, wir prüfen immer noch und außerdem soll doch die Linksfraktion, ich glaube, es haben auch Sie gefordert, außerdem soll doch die Linksfraktion einen konkreten Gesetzesentwurf vorlegen. Nun, ich habe es vor 2 Monaten versprochen, der Gesetzentwurf liegt vor. Jetzt ist es an Ihnen, neue Ausreden zu erfinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf meiner Fraktion greift die Regelung auf Bundesebene auf. Bis auf notwendige redaktionelle Unterschiede wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern die gleiche Gesetzeslage schaffen wie im Bund. Wie man dann hier von Berufsverbot reden kann, das erschließt sich mir nicht. Darüber hinaus sorgen wir auch für eine sprachliche Gleichstellung im Gesetz über die Rechtsverhältnisse parlamentarischer Staatssekretäre, denn das Gesetz kennt bislang nur Männer, obwohl wir früher nur Frauen als parlamentarische Staatssekretärinnen hatten. Das ist nicht zeitgemäß, wie wir meinen, und deswegen muss auch hier das Gesetz angepackt werden. Kommen wir also zu den Kernaussagen des Gesetzentwurfs. Wann geht es denn nun konkret an das Eingemachte? Der Wechsel einer Ministerin oder eines Ministers in die Privatwirtschaft kann untersagt werden, wenn durch ihre Aufnahme öffentliche Interessen beeinträchtigt werden können. Die Untersagung soll in der Regel die Dauer von 1 Jahr nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann der Zeitraum bis zu 18 Monaten betragen. Wann die öffentlichen Interessen beeinträchtigt sind, trifft die Regierung nicht im stillen Kämmerlein nach eigenem Gutdünken. Die Landesregierung trifft ihre Entscheidung auf Grundlage einer Empfehlung eines beratenden Gremiums, dessen Mitglieder Funktionen an der Spitze staatlicher oder gesellschaftlicher Institutionen wahrgenommen haben oder über Erfahrungen in einem wichtigen politischen Amt verfügen. Wird die Aufnahme der angestrebten Beschäftigung untersagt, besteht auf jeden Fall für die Karenzzeit der Anspruch auf Übergangsgeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Verfahren ist demnach transparent und ausgewogen und anderswo bewährt. Das zeigt auch ein aktuelles Beispiel aus unserem Nachbarland Brandenburg. Die ehemalige Sozialministerin möchte 3 Monate nach Ausscheiden aus ihrem Amt zu einem Wohlfahrtsverband wechseln. Darf man das? Darf man das nicht? Hat das ein Geschmäckle oder hat das kein Geschmäckle? Auch bei mir hat dieser angekündigte Wechsel meiner Genossin Fragen aufgeworfen. Aber in Brandenburg gibt es gesetzliche Regelungen für Karenzzeiten. Die dortige Staatskanzlei prüft jetzt den Vorgang und sagt, dass sie niemanden Stein in den Weg legen wolle, aber natürlich seien Recht und Gesetz eingehalten. Also hier die Karenzzeitregelungen im Land Brandenburg. Die ehemalige Sozialministerin müsse nun den Nachweis erbringen,
dass eine mögliche Beschäftigung bei dem Wohlfahrtsverband nicht zu Konflikten mit ihrer früheren Tätigkeit als Sozialministerin führe. Auch die Opposition im Brandenburgischen Landtag hält sich in diesem Fall mit Kritik eher zurück. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion dort meint etwa, dass zunächst einmal das alles nachvollziehbar und richtig ist, dass ehemalige Minister sich nach dem Ausscheiden auch wieder um eine Arbeit bemühen. Ob das gesetzlich vorgeschriebene Abstandsgebot verletzt werde, wenn die ehemalige Ministerin bei einem Wohlfahrtsverband tätig sei, darüber müsse nun die Staatskanzlei befinden. Das ist Gesetzeslage im Nachbarland. Auch die dortige CDU-Fraktion möchte jeden Anschein vermeiden, dass ausscheidende Ministerinnen und Minister später Kasse machen können, und haben deshalb keine Kritik an den dortigen Regelungen zu Karenzzeiten. Und von Berufsverboten sprechen Sie schon gar nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten in Mecklenburg-Vorpommern nach all den 10 Jahren des Nichtstuns, des Beobachtens, des Prüfens, des Zauderns endlich zu Potte kommen und auch endlich für unser Land, für unsere Regierung, für unsere Ministerinnen und Minister, parlamentarische Staatssekretärinnen und parlamentarische Staatssekretäre Karenzzeiten einführen. Die Regelung des Bundes ist nach Auffassung unserer Fraktion nicht perfekt, aber sicher ein guter Kompromiss, der sich in der Praxis bewährt hat. Worauf warten wir also noch länger? Ich bitte die Koalitionsfraktionen daher, anders als sonst üblich, den Gesetzentwurf nicht einfach wieder vom Tisch zu wischen und zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss zu überweisen. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Auf alle Fälle bin ich menschlich enttäuscht. Weil es hat ja nicht mal zu neuen Argumenten gereicht heute, warum die Koalition diesen Gesetzentwurf ablehnt. Es sind eine ganze Reihe von Fragen gestellt worden, die ich durchaus als berechtigt ansehe. Es sind Änderungsvorschläge gemacht worden von den anderen beiden Oppositionsfraktionen, die es wert wären, gemeinsam zu beraten. Und wo macht man das? Gemeinhin im Ausschuss. Seitens der Koalitionsfraktion ist nicht ein Grund benannt worden, nicht einer, warum man den Gesetzentwurf nicht zur Ausschussberatung überweisen will. Es sind sozusagen die Nebelkerzen der letzten Debatte, der letzten Debatten der letzten Jahre wieder gezündet worden. Aber überzeugend ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich so richtig wohlfühlen in Ihrer Haut, wenn Sie sich dann hier hinstellen und sagen, oh, wir prüfen mal und wir prüfen und immer wieder neue Prüfgründe finden, um sozusagen jetzt selbst einem konkreten Vorschlag nicht zuzustimmen. Ich gebe ja zu, dass wir beim letzten Mal die Absicht hatten, der Kollege D'Acunha ist ja eben noch mal darauf eingegangen, dass wir als Parlament den Ministerinnen und Ministern sozusagen ihr eigenes Tun und Lassen nicht vorgeben wollten. Das war Ihnen nicht hinreichend genug. Ich sage, machen Sie doch einen Gesetzentwurf. Ja, nun habe ich meinen Referenten gebeten, der hat tagelang an diesem Gesetz gesessen und legt den uns jetzt hier vor. Und was machen Sie wieder? Sie bereiten ihn wieder einer der größten Enttäuschungen in seiner Laufbahn, indem Sie nicht mal bereit sind, sich mit sachlichen Argumenten auseinanderzusetzen. Und da wird auch einiges konstruiert, lieber Kollege Ehlers, was man selbst beantworten könnte, wenn man denn den Gesetzestext inklusive der Begründung gelesen hätte. Sie reden hier davon, ob man das denn nicht auch auf die Abgeordneten ausdehnen sollte. Sie vergessen dabei, dass wir Abgeordneten ein Mandat haben und kein Amt. Also diese Regelung für Abgeordnete des Landtages schon mal gar nicht zutrifft. Könnte man selber drauf kommen, wenn man sich mit seinem eigenen Abgeordnetenmandat mal auseinandersetzt. Dann reden Sie davon, man müsste auch hier die Beamten im Blick haben und deren Regelungen berücksichtigen. Ja, genau das haben wir doch beschrieben in der Begründung im Gesetzestext, lieber Kollege Ehlers. Vielleicht machen Sie sich mal die Mühe und schlagen die Drucksache gemeinsam mit mir auf Seite 9 zu Absatz 2. Ich zitiere, eine Frist von 18 Monaten und im Übrigen auch die in einigen Landesgesetzen vorgesehene Frist von 24 Monaten sind angemessen. Eine deutliche längere Frist, etwa im Hinblick auf § 41 des Beamtenstatusgesetzes und § 79 des Landesbeamtengesetzes Mecklenburg-Vorpommern, ist nicht zu ziehen, da diese Bestimmungen auf das typische Beamtenverhältnis abstellen, bei dem eine lebenslange wirtschaftliche Bindung mit Versorgung des Beamten durch den Dienstherren vorliegt. Diese Sicht ist dem Ministeramt fremd. Wenn Sie also diese Begründung gelesen hätten und jetzt mitgelesen hätten, statt auf Ihrem Handy herumzutippen, hätten Sie sich die Frage auch selbst beantworten können. Also,
ihre Argumente an den Haaren herbeigezogen. Auch die letzte Feststellung im letzten Redebeitrag zu hinterfragen, was passiert denn in anderen Ländern? Ja, mein Gott, dann lassen Sie uns den Gesetzentwurf überweisen. Wir machen eine Anhörung mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen Länder. Ja, Herr Kunja, da wird Ihnen diese Frage beantwortet werden. Und wir laden die Brandenburgerinnen und Brandenburger ein in den Finanzausschuss, meinethalben auch mitberatend in den Rechtsausschuss. Und dann fragen wir Sie, wie ist denn das bei Ihnen? Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung ein und fragen Sie, ja Mensch, wie ist denn das bei euch geregelt? Warum hat Frau Bundesministerin Schwesig damals ihre Zustimmung nicht verweigert, wenn das alles ganz so schlimm ist? Das kann man doch in einem Ausschuss miteinander diskutieren. Ich sehe, Sie sind dazu weder bereit noch in der Lage und das ist traurig und ich bin gespannt, wann sozusagen Ihr Gesetzentwurf, der vielleicht schon längst in Arbeit ist, das Parlament erreicht. Und noch gespannter bin ich, worin sich dann dieser Gesetzentwurf von dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf unterscheiden wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.